Momentan gibt es so gut wie keine ideologischen Widersprüche zwischen uns. Doch es gibt fundamentale kulturologische Widersprüche. Zugrunde des amerikanischen Selbstverständnisses liegt eine individualistische Idee. Das russische Selbstverständnis dagegen beruht auf einer kollektivistischen Idee. Es gibt einen Puschkin-Forscher, der das sehr präzise und klar auf den Punkt gebracht hat. Erinnern Sie sich an die Worte der Hauptfigur von Vom Winde verweht? Sie sagte: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mal hungern muss. Das war für sie das Wichtigste. In unserem Bewusstsein, im Bewusstsein eines Russen, haben andere Ziele primäre Bedeutung. Das ist etwas, was über den Horizont hinausgeht, etwas Inniges, etwas, das mit Gott verbunden ist. Verstehen Sie? Das sind zwei ein wenig unterschiedliche Lebensphilosophien. Deswegen ist es ziemlich schwierig, sich zu verstehen, aber es ist möglich. Wahrscheinlich ist das Völkerrecht dazu da, damit alle gleichberechtigt behandelt werden. Na klar. Die Vereinigten Staaten sind zweifelsohne ein demokratisches Land. Von Anfang an haben sie sich als demokratischer Staat entwickelt. Denn als dieser Kontinent besiedelt wurde, fingen die Leute an, Beziehungen miteinander auszubauen. Sie waren auf Druck der Lebensumstände hin darauf angewiesen, es im Dialog miteinander zu tun. Deswegen entstand Amerika ursprünglich als fundamentale Demokratie. Andererseits lassen Sie uns nicht vergessen, dass die Erschließung des amerikanischen Kontinents, Sie locken mich gerade so in ein Labyrinth, ich möchte lieber nicht darüber reden, aber die Erschließung des amerikanischen Kontinents begann mit einer globalen ethnischen Säuberung, die beispiellos in der menschlichen Geschichte war. Denn als die Europäer dorthin kamen, haben sie sich damit beschäftigt. Das muss man ganz klar sagen. Die Geschichte der Menschheit wurde nur lückenhaft überliefert. Nehmen wir zum Beispiel die Vernichtung von Karthago durch die Römer. Als sie weggingen, haben sie die Erde mit Salz bestreut, so besagt die Legende, damit dort nie wieder etwas wachsen kann. Und bei der Schließung des amerikanischen Kontinents durch die Europäer hat niemand die Erde mit Salz bestreut, weil sie benutzt haben. Aber sie haben die Urbevölkerung vernichtet. Danach, was wir aus der amerikanischen Geschichte kennen, kam das Sklaventum. Und es drang so tief ein. Denn erst vor kurzem hat Colin Powell in seinem Buch beschrieben, wie es ihm schwer war, ihm, den Menschen mit dunkler Hautfarbe, sich durchzusetzen. Wie er im Nacken schiefe Blicke der Menschen aus seiner Umgebung gespürt hat. Das sitzt also sicher immer noch tief drin. In den Seelen und den Herzen der Menschen. Schauen Sie, wir kennen heutzutage viele Seiten des sowjetischen Regimes. Wir kennen Stalin, so wie wir ihn früher nicht gekannt haben. Wir wissen, dass er ein Diktator, ein Tyrann war. Ich habe große Zweifel, dass Stalin im Frühling 1945, wenn er im Besitz einer Atombombe gewesen wäre, sie gegen Deutschland verwendet hätte. 41, 42, als es ums Überleben des Landes ging, da hätte er sie vielleicht eingesetzt, wenn er sie gehabt hätte. Aber 1945, als die Gegner begannen, sich zu ergeben, im Grunde genommen, als sie keine Chance mehr hatten, da habe ich Zweifel, ich persönlich. Doch die Amerikaner haben sie gegen Japan verwendet, als sie kurz vor der Niederlage waren. Darüber hinaus gegen einen nicht-atomaren Staat.